Tag! Herzlich willkommen bei Schuckibanucki Daily, eure Tagesdosis Angewehrwissen, heute mit Christian und dem Marc. Hallo! Marc, was hast du mitgebracht für den 22. Februar? Für den 22. Februar. Wir haben natürlich auch heute wieder ein Geburtstagskind. Und zwar am 22. Februar 1974 wurde James Blunt geboren. James Blunt, Happy Birthday, James Blunt. Jawohl. Ja. Der britische Sänger, Musiker und Songschreiber, unter anderem mit seinen Liedern bekannt, You're Beautiful aus dem Debütalbum Back to Bedlam, mhm, wurde am 22. Februar in Titworth, Wiltshire, in England geboren. Ja, Titworth. Ist doch egal. Alles ja. Gute, James Blunt. Ja, alles ja. Gute. Ja. Am 22. Februar, ein bisschen kurz bevor James Blunt geboren wurde, hat 1819 hat Spanien Florida an die Vereinigten Staaten verkauft. Das hat Spanien gehört? Das hatte sich Spanien unter den Nagel gerissen, ja. Hatte das dann irgendwann mal zwischendurch an Großbritannien abgetreten, aber dann nach dem Siebenjährigen Krieg wieder zurückgekriegt und hat dann gesagt, weil es auch gerade von amerikanischen Truppen besetzt war, könnt ihr kaufen. Nee. Doch. Ja. Das ist ja ein Ding. Ja. Das ist ja echt ein Ding. So, ich gar nicht. Weil, wie gesagt, die waren amerikanische Truppen und sagten die, ob, wenn die sowieso schon da gerade sind. Wenn ihr gerade schon mal da seid. Wenn ihr gerade schon mal da seid, könnt ihr kaufen. Ja, ja. Wir haben keine Zeit, ne? Ja, mach ne? Mal. Hier, ja. Kaufvertrag. Kümmert euch mal drum. Standard Rasen runtergeladen. Muss werden. Den, zack, ja. Aus dem Internet runtergeladen. Hier, willst zack, du, ne? Standardvertrag aus dem Internet. Ja. Zack, zack. Seitdem ist Florida amerikanisch. Ja, prima. Und jetzt haben wir noch einen Fakt des Tages. Wusstest du eigentlich, dass Kraken einen Lieblingsarm haben? Das ist beim Sascha auch. Bei Sascha auch? Sascha seine rechte Hand, oder? Das genau. Ist, ja, genau. Der Sascha, ihr wisst ja, der Sascha ist Linkshänder, deswegen komme ich drauf. Ja, ja. Und er setzt, also sich, er setzt sich auch gerne mal auf seine Hand drauf, dann meint er immer... Genau, genau mit die Hand drauf. Ja. Ja, 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 wollen wir nicht weiter genau, ausführen. Ja. Nee, Sascha ist ja Linkshänder, deswegen fällt mir an. Das ist bestimmt auch sein Lieblingsarm. Das könnte natürlich sein. Fragen. Ja, ja, das ja. Fragen wir ihn mal. Ne? Ja. Fragen wir ihn gleich mal, wenn wir hier ausgemacht haben. Ne? Genau. Okay. Dann sagen wir gerade... Sagen wir gerade mal Tschüss, ne? Und dann gehen wir an Sascha fragen. Genau. Alles klar. Mach's tschüss, gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. So, ciao. Auf zum Sascha. Komm. Zum Sascha. Ja.